Und dann brüllt er da rum. Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Turok, Dinosaur Hunter. Gut, wir machen uns jetzt wieder weiter auf den Weg. Oh, die habe ich ja total übersehen. Punkt jetzt aber nur ist, wo muss ich nochmal hin? Shit. Ich hab ein kleines bisschen wohl ein bisschen den Überblick verloren, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ist ja gut. Brauchst du nicht rumzuschreien. Ich hab. Uah! Drecksvieh. Hat mich erschreckt. Wo ich stehen geblieben? Ja, ich habe ein bisschen gleich den Überblick verloren. So, wo ich nochmal lang musste. Jetzt wollte ich aber nochmal kurz mal anderes kurz hier checken. Das ist. Moment, ich guck mal kurz auf meine. Erstmal mich hier hinstellen. Nochmal kurz. Dann muss ich kurz auf die. Nicht Optionen, Schlüssel, wollte ich gucken. Also, das Kronenzepter fehlt mir und das Teil für Level 8 Schlüssel fehlt mir. Deswegen werde ich jetzt nochmal hinter dem Portal rennen, da wo ich rauskam. Oder sprich, wo ich ja reinkam in der Level. Jetzt muss ich halt nochmal wieder rausfinden, wie ich nochmal hier hinkam. Oh, warte mal, hier ist eine Wand. Da gehe ich mal kurz hochklettern. Yes! Turok, ich kann klettern, ich kann das. Oh. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht gewesen. Ach, guck mal. Oh. Das. Guck mal, dieser. Wow! Das war jetzt, muss ich zugeben, nicht vorbereitet. Nee. Ich vermisse, hab das echt vermisst wieder, dieses Spiel. Da muss ich echt zugeben. So. Ja. Ja, super. Nehmt halt nicht. Uah! Ja, jetzt prügeln die sich, glaube ich. Ja, die prügeln sich jetzt. Guckt euch das mal an, dieses awesome. Gucken wir uns den Dinosaurierkampf hier an. Wer gewinnt von den beiden wohl? Ich glaube, der große, der kleine gewinnt da. Los, Tech Attack, genau. Jetzt auf, jetzt zum Jahr. Nein, nein, nein. Hau ab! Sitz! Tschüss! So, dann kann ich mir den auch noch mitnehmen. Oh oh, der taucht wieder auf. Nix wie weg. Bevor mir gleich hier respawn, mir wieder auf den Keks fällt. Habe ich da so oder so keine Lust drauf, groß. Doch, wie komme ich nochmal hier oben hin? Das war ja auch mal so eine Sache. Warte mal, ich glaube hier hoch jumpen oder so. War das richtig? Warte mal, ich versuche mal darüber zu jumpen. Könnte ich genau. Zack. So, genau. Aha, da war schon Teleport. Ach, immer diese voreiligen Kerle. Kann sie auch anstrengen. Oh. Den wollte ich mitnehmen. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, hier sind wir. Aber irgendwie haben sich die Schalter verstellt, sehe ich gerade. Ja, geil. Wofür komme ich jetzt hier wieder hin? Ah, ich glaube, die haben, glaube ich, so eine Art Zeitpunkt hier so. Nicht Zeitpunkt, ich meine hier, ihr wisst schon, hier gewisse Zeitgrenze. Aber jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich hier wieder aktiviert. Jetzt kann ich eben schnell falsche Richtung. Muss ich mal da hinrennen. Wo kann ich jetzt nochmal her? Da hinten war das. Muss bei allem schnell, bevor die wieder runtergehen. Habe ich jetzt keine Lust drauf, wieder drauf zu warten. Ach, komm, hoch, hopp. Kommt der da wieder? Ne, gut, weiter geht's. So, jetzt kann ich hier. Ja, wenn ich jetzt nicht versaue. Ja, komme ich jetzt hier hin. So. Ja, toll, wie komme ich jetzt darüber hin? Hoppa! So. Ultraleben. Ja, hahaha, sehr witzig. Ja, was schaffe ich nicht. Ist es so eine Minigun? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich mir holen. Ja, geht gerade wieder rückgängig alles. Brauche ich die Minigun jetzt nicht unbedingt mir holen. Ich habe ja, glaube ich. Habe ich Minigun-Munition überhaupt? Ja, genau. Das reicht noch ein bisschen. So. Da sind noch. Genau, hier waren ja noch die Teleporter, wo ich den Priester hier umgenietet habe. Welche Teleporter. War das nochmal? Ah, wartet mal. Ich glaube, wenn ich mich noch so richtig entsinne. Müsste man sich hier, glaube ich, mit der. Moment. Den will ich noch gerne mitnehmen.
Ah, hier ist auch noch ein Teleporter. Gut, zu wissen. Da gucke ich mir gleich mal an. Aber später. Ja, hier. Da sollte man sich einfach nach der Palme orientieren, wohin die Palme sich hinbiegt. Also ist das so gesehen der hier. Da ist ja so ein Heinikopf mit seiner blöden Plasmakanone wieder. Der kriegt direkt von mir ein paar für die Birne, weil er jetzt nicht anders verdient. Ich stehe neben Palme, dahin, also hier rein. Ich glaube, da wäre der richtige. Wow, okay, ich bin schon mal richtig, denke ich mal. Aber ich kann nichts hinnehmen, weil ich schon so voll bin. Habe ich schon total, wo ich wieder 250 Leben? Ja, genau, jetzt erinnere ich mich hier auch ein bisschen. Das ist ja wieder so ein geheimes Timbuktu-Reich hier oder so. Moment. Muss mal den Weg frei machen hier. Mal nachchecken alles. Sieht gut aus. Mal hier lang. Und ich habe das Gefühl wieder. Will ich mal hier. Aha. Ah, die Wand. Guck mal, die Karte verrät das mir schon. Oder auch nicht. Hä? Bin ich jetzt tablet? Hab ich mich jetzt irritiert? Ah. Ein Granatenwerfer. Her damit. Oder auch nicht. Schön. Ja, toll. Wozu komme ich hier hin? Um die Klamotten anzugucken. Gibt's denn noch einer? Warte mal. Ich mach mal ein bisschen Face-Robbing. Ah, Gesicht. Wah! Komm her, komm her. Oh, da ist ja noch einer von den Hanselköppen. Oh, mein Tech-Panzer, der schützt mich, ja. Ich will keine Gedanken machen. Aua! Kualala. Hakuna Matata. Ah, ja, ich erinnere mich wieder an diesen Ort. Diese geile Wassersäule. Die fand ich richtig cool hier gemacht damals. Wow. What the hell? Ruhe da oben. Du bist auch ruhig. Oh ne, da kommt wieder so ein Heini zurück. Nein. Kannst direkt wieder zurückgehen, wo du herkommst. Oh, ich muss jetzt mal kurz warten. Die Feuerdinger hier rüber. Wow. Wow, oh, ist da noch einer. Gut, zu wissen. Komm her, komm her, komm her. What the hell? Wo war der jetzt? Hallo? Ach, hier. Oh! Ja, oder auch nicht. Oh. Oh, oh, oh. Oh, geout. Geout von O. Super. Du fängst ja gut an hier wieder. Na, ja, komm, spuck du mal. Ich geh mal hier lang. Gut. Ja, super. War zu. Na! Ah, ja, ich. Hier war auch. Mann, sei doch mal ruhig hier. Ihr ekelhaften Viecher. Gibt er noch? Okay, hab ich gedacht. Okay, nicht. Hier will ich noch nicht hin, glaube ich. Ich glaube, wo ich eher hin will, ist eher da oben zu der Wassersäule. Oder? Na, ich weiß nicht, ey. Da geh ich gleich mal hin. So, irgendwie wusste ich nochmal, da war irgendwie war hier so eine Reihenfolge, glaube ich. Konnte ich. Aber die gingen auch schnell runter, da war der Punkt gewesen. Ging auch sehr schnell runter, weiß ich nämlich da. Da ging schon der erste runter. Da war ich schon mal gut mit der Reihenfolge bei der Auswahl. Ja. So. Das finde ich, das war das Epische überhaupt in diesem Spiel auch hier, diese Wassersäule hier. Damals. Aber das haben sie komischerweise nach der alten Grafik so gelassen hier. Aber ich glaube, das wurden sie bestimmt deswegen noch so halten, wie es ist, weil da war ja halt eine geile Idee der Wassersäule. Ich darf jetzt nur halt nicht an zum Rand schwimmen, das ist ein bisschen fatal. War denn? Ui! Ich konnte auch hier rausspringen. Warum habe ich jetzt ein Messer in der Hand? Ah, ekelhafter. Weißt du nochmal? Oh, ja, I remember wieder. Das war ja noch eine ganz fiese Sache hier, genau. Aber Gott sei Dank, das ist ja kein tiefer Abgrund, wo ich mein Leben verlieren könnte. Das ist schon mal eine gute Sache. Da brauche ich mir jetzt nicht zum Kopf machen hier. Da muss ich mir nochmal genau ausmalen, welche Richtung. Sprich, welche Richtung, nicht wie, aber ja, wie schon, aber nur
welche Richtung man anspringen sollte, um genau dahin zu kommen. Ich glaube, da hinten war noch mal was. Frag mich aber jetzt nicht mehr was. Ich laufe da jetzt gerade ganz doof in die Richtung hin. Nichts ahnend, wo ich da jetzt gleich landen werde. Oh Gott. Weiß gar nicht mal, wie ich nochmal dahin musste. Ah, seht ihr? Na, meinte ich. Du bist schuld. Aber ich hatte das Gefühl, das ist, glaube ich, der Ausgang. Deswegen will ich ihn nicht großartig... Dämlicher Geier. Mein Tech-Panzer. Aber egal. Kann ich mein Leben wieder auffrischen. Schon habe ich ja voll Leben. So, aber ich könnte mir jetzt auch noch meinen Teleporter mal angucken, mal wo ich nicht durchkam. Er spricht den ich gar nicht aussuchen wollte. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Ausgang. Muss man in Erinnerungsvermögen kommt zum Teil zurück. Aber das ist nur so, wie soll ich sagen, es ist ein Puzzle gerade in meinem Kopf. Versucht sich gerade die Teile da zusammenzumalen, wie es nun mal war hier alles. Stück für Stück sagt er so, ja, ich weiß eventuell, dass das der richtige Weg ist. Auch teilweise auch wieder nicht, ob das der wirklich der richtige Weg ist. Aber ich glaube, ich war doch... War doch eine gute Idee, hier reinzugehen, weil ich glaube, da hier ist das Chronozepter-Teil. Ja, ich glaube, hier ist das Chronozepter-Teil, weil ich holen wollte. War doch eine gute Idee, hier reinzugehen wieder. Ja, war so eine Sache wieder. Gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Kann ja nur die einzige Erklärung sein. Also müsste ich gleich eventuell doch nachher am Startportal nochmal nach hinten durchrennen, damit ich da das... Ja, da ist er. Warte mal. Viecher waren aber noch nicht da. Oh, sieht das geil aus, ey. Die Idee schon alleine. Finde ich immer wieder gut gemacht. Ja, ich kann mich genau erinnern. Jetzt machen sie wieder auf. War so klar. Und die halten auch noch viel aus. Was hat ihr denn für Biester? Ja, toll. Schmeißt mich runter, ey. Ah. Boah, wie viel haltet ihr? Boah, das sind ja richtige ekelhafte Viecher. Na komm, ich hab mal eine Minigun hier. Ja? Schmeckt? Hier, kriegst auch eine Ladung. Komm her. Hab ich ihn getroffen? Tatsächlich. Den habe ich direkt auseinandergesprengt. So, jetzt kommen wir bitte mal wieder runter da, weil ich möchte gerne mein Chronozepter-Teil holen. Hallo, Chronozepter-Lift, komm doch herunter. Ich habe leider keinen Knopf hier, wo ich dich hoch und runter beschwören kann. Ich hoffe, ihr bleibt auch jetzt kaputt. Hä? Habe ich den schon geholt? Warte mal. Bin ich jetzt total beknackt? Oh, lol. Kein mitgekriegt. Dass ich ihn schon geholt habe. Ja, das ist ja geil. Da unten sind es über, weiß ich nicht, 5000 Meter Tiefe und so. Aber egal, ich bin Turok, ich kann das. Ich jump da ganz locker runter. Huah, huah. Das Spiel ist manchmal so unlogisch, aber es ist trotzdem geil, ey. Wie war das nochmal bei Skyrim, ne? Die meisten sind nicht durch Gig gestorben, weil sie den Gegner unterschätzt haben. Nein, die haben die Höhe des Sprunges unterschätzt und sind einfach über die höchsten Höhen runtergejumpt. Oh, jetzt kann ich aber wenigstens wieder hier... Ach komm, ich kann direkt so laufen. Zack. Zack. Ja. Und den. Genau, so und dann so. War das richtig. Oh, gehen wir nochmal hier. Versuchen wir nochmal unser Glück hier. Ah, da hinten ist schon der Weg. What the hell? Neue Monster hier? Hm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade wieder richtige Nostalgie-Feeling wieder hier, seit ich dieses Spiel wieder spiele. Ey, das ist hammergeil. Da pfeife ich echt auf Thema Grafik, ey. Hallo, wir sind mit diesen Spielen aufgewachsen, da waren die Maßstäbe. Deswegen verstehe ich auch manche Leute nicht immer, wenn sie mit anfangen mit Grafik, meine Augen. Dann hol dir eine Brille.
wenn du das nicht sehen kannst. Oder mach die Augen zu direkt. Das ist noch gesünder für dich. Spinner, du. So. So, perfekt rübergegangen diesmal. Diesmal wusste ich aber, wie ich da hinkomme. Ich habe mich einfach von der... Ah, okay, gut. Das wollte ich nur wissen. Aber den Tor werde ich aber nicht benutzen. Dafür kann ich mir eine andere Tor ja dafür eigentlich als Nutze machen. Aber erstmal will ich mir noch den letzten Schlüssel noch holen. Jetzt, da ja der Fall klar ist, dass ich doch nicht von ihm... Wow, da ist wieder so ein Hansa-Kopf mit Plasmagewehr. Aber dass der Fall schon mal klar ist, dass ich doch richtig gelaufen bin am Anfang und nicht so falsch lag, kann ich jetzt auch da in Ruhe hingehen. Jetzt muss ich halt nur wieder die Höhle suchen, ne? Ja. Also, natürlich bleib ich erstmal über Wasser. Nicht, dass ich da gleich in der Höhle gleich am Absaufen bin, da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, okay, war doch keine. Ja. Entschuldigung, wie gesagt, ich. Es sind da so manchmal die Punkte, wo man so die Dinge, die einem nicht so wichtig erscheinen, halt dann übergangen werden. So. Zack. Bei euch. Mach, Sitz! Na, komm her. Komm her. Zack, zack. Was zum? Fällt dir ein? Nicht so zu überraschen. Das geht doch nicht. Ja, vorne ordentlich noch hier festzubacken. Oh, jetzt kann ich die Magazine auch mitnehmen. So, passt mal auf, meine lieben Freunde. Mach mal ganz einfach. So. Drecksviecher. Tech-Fighter wieder. Wunderschön. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Ein ganz hohes Lager noch, wie ich sehe. Also heißt es wieder vorsichtig mit den Bewegen hier. Ich hasse diese Holzteile. Ich habe so eine schlechte Erinnerung seit Level 2 davon, ne? Oh, nee. So, gehen wir mal hier hoch. Da mal schöner hoch. Jetzt kommt bestimmt irgend so ein... Ja, hab ich mir direkt gedacht, da wäre so ein hässlicher, der wieder steht. Warte mal, war da noch eine Höhle? Moment. Mal den. Einmal alle. Hopp! Ach, du Schmörmel, du. Hui! Sheet unlocked Infinity Lives. Oh, cool. Ach, weil ich schon über 9 Leben jetzt habe, deswegen. Jetzt kann ich die auch nicht mehr einsammeln. Da passiert es höchstens, wenn ich jetzt sterben sollte. Ja, jetzt muss ich wieder abpassen mit der Höhe hier. Nicht, dass ich jetzt falsch springe. Das könnte nämlich sonst böse enden. Oh, Schrotflintenmunition. Oh, ich hasse das, ey. Ich habe einfach diese dumme, schlechte Erfahrung gehabt von Level 2. Das ist... Das kann einen direkt in den Nacken beißen, sowas, ey. Wenn man denkt immer, eventuell könnte man hier durchflutschen, ey. Durch irgendeinen Bug hier, eventuell. Dann fange ich aber an zu schreien hier. Da brauche ich jetzt gar nicht hinrennen, springen, oder? Oh Gott. Guck mal, noch so wie kranke Jump'n'Runs-Spiele hier. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Den Turok! Ich kann das! Upsa! Okay. Oh, da oben. Ah, warte mal. Dann geh ich doch mal hier hoch. Ich hab doch gerade richtig gehört gerade. So. Ah! Mann! Lippmann. Ja, war klar, dass du wieder da stehst, du Gangster. Hä? Hast du das Chakotay? Oh ne, ich dachte, das war Chakotay. Chakotay. Was würde Chakotay tun? Wie komme ich jetzt auf Chakotay? Naja, okay, er war auch so gesehen von Indianerstamm, ja. Ne? Es war jetzt ein paar Jahrhunderte weiter nach vorne, aber Indianerstamm ist Indianerstamm, also. Ah, wunderschön. Da ist der Hansa-Kopf mit seinem dämlichen... Ah, mein Gott, geht kaputt, du Blödmann. Gut. Wunderschön. Sind wir doch gut vorangekommen heute.
Alle Schlüssel in diesem Level gefunden, ja. Damit bin ich auch raus jetzt hier. So, ab durchs Stargate. Ja! Jetzt fehlt noch so diese epische Szene aus Stargate, wo ich da kurz durch die halbe Galaxis durchsause. Aber es sind ja noch ein paar Tale, keine Sterntore. Obwohl sie mich immer an die Sterntore erinnern, so leicht. Deswegen habe ich das Spiel auch noch so total so geliebt. Okay, wenn ich mal kurz hier den Speicherpunkt machen wieder, ja. Schon mal einen Cut machen und sage, wir sehen uns bei der nächsten Part von Turok, The Dinosaur Hunter. Wir sehen uns!